Ah, Sie sind's, sage ich. Hallo, sagt das Känguru. Darf ich reinkommen? Bitte, sage ich. Es hüpft an mir vorbei ins Wohnzimmer. Mögen Sie Nirvana? Fragt es und flätzt sich in den Sessel. Die Band, frage ich und lasse mich aufs Sofa fallen. Nein, das Jenseits, sagt es. Natürlich die Band. Sie stellen wohl gern unnötige Fragen. Ja. Was ja, Sie mögen Nirvana oder Sie stellen gern unnötige Fragen? Beides, sage ich. Ich lebe nach der Devise, lieber fünfmal nachgefragt als einmal nachgedacht. Und Nevermind war damals die erste Platte, die ich mir selbst im Laden gekauft habe. Wirklich? Fragt das Känguru. Nein, in Wahrheit war es Hier kommt Kurt von Frank Zander. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt, fragt das Känguru. Ja, sage ich. Einfach Kurt. Aber ich wünschte, es wäre Nevermind gewesen. Sehen Sie mal, was ich zufällig dabei habe, sagt das Känguru und zieht eine ziemlich blaue Schallplatte aus seinem Beutel. Hätten Sie was dagegen, wenn ich die mal auflege? Ich habe nämlich zu Hause meine Anlage noch nicht angeschlossen und... Ich nicke und deute auf den Plattenspieler. Here we are now, entertainers. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Setzt das Känguru unser Gespräch fort. Wieso? Frage ich. Na, Sie sind tagsüber immer zu Hause und ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, es ist 13 Uhr und Sie sind immer noch im Pyjama. Ich bin, Künstler, sage ich. Ich arbeite nachts. Anschaffender Künstler? Fragt das Känguru. Freischaffend heißt das. Ach so. Ich schreibe Geschichten und Lieder und dann trete ich auf und... Ach, Sie sind Kleinkünstler, ruft das Känguru. Ich zucke zusammen, das böse Wort. Kleinkünstler? Wieder zucke ich zusammen. Kennen Sie das Tokotronic-Lied Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst, fragt das Känguru. Ja, sage ich. Mag ich nicht. Verstehe. Und Sie, frage ich, was machen Sie? Ich bin Kommunist, sagt das Känguru. Ach so. Was dagegen? Nee, nee. Das Känguru blickt mich herausfordernd an. Trotzki, frage ich. Ho Chi Minh, sagt das Känguru. Es deutet auf die Packung auf dem Tisch. Was denn das? Schnapspralinen, sage ich. Darf ich? Bitte, mag ich sowieso nicht. Es wirft sich zwei Pralinen in den Mund. Köstlich, ruft es. Auch welche? Nee. Mag ich nicht. Haben Sie nicht zugehört? Offensichtlich nicht, sagt das Känguru. Denken Sie dich mit? Nein, nie, sage ich. Ich lebe nach der Devise lieber fünfmal nachgefragt als einmal nachgedacht. Haben Sie nicht zugehört? Offensichtlich nicht, sagt das Känguru. Denken Sie nicht mit? Nein, nie, sage ich. Ich lebe nach der Devise lieber fünfmal nachgefragt als einmal nachgedacht. Haben Sie nicht zugehört? Offensichtlich nicht, sagt das Känguru. Denken Sie nicht mit? Wir sind gefangen in einer Endlosschleife, sage ich. Ja, ja, sagt das Känguru. Es nimmt sich noch eine Praline. Kleinkünstler also, sagt es und lacht kurz auf. Hier sind wir, jetzt unterhalte uns. Machen Sie das öfter, frage ich. Sie meinen zitieren? Ja. Wollen wir uns duzen? Fragt das Känguru. Von mir aus, sage ich. Ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.